Lieber Zuschauer, herzlich willkommen zur ersten Mod-Vorstellung in Trainsim World 2 auf dem PC. Zusammen mit mir, ich bin Felix der Weise. Seit kurzem ist der Creators Club für Trainsim World 2 auf allen Plattformen verfügbar. Dieser Creators Club, der sich aktuell noch in der Beta-Phase befindet, also noch nicht endgültig fertig ist, ermöglicht es Trainsim World 2 Spielern, ihre Modifikationen, sprich selbst erstellte Lackierungen oder selbst erstellte Szenarien untereinander kostenlos zu tauschen. Was müsst ihr tun, um am Creators Club teilzunehmen? Ihr müsst euch einmal bei Dovetail Games registrieren und könnt dann kostenlos diese Mods für euch in Trainsim World 2 herunterladen. Und der erste Mod, den wir uns heute anschauen, ist eine Modifikation für die Baureihe 612. Um diesen Mod zu spielen oder um diesen Mod nutzen zu können, eine neue Lackierung für dieses Fahrzeug, benötigt ihr ja die Trainsim World 2 als Basisspiel und die deutsche Strecke Taranto-Rampe von Dresden nach Chemnitz, denn da wird ja dieses Fahrzeug mitgeliefert. Und es ist eine Modifikation, auf die ich auch sehr lange gewartet habe. Sie stammt vom Autor Leslie. Und es ist die IC-Lackierung für die Baureihe 612. Das Fahrzeug war auf dieser Strecke wirklich im Jahr 2004 mit dieser Lackierung unterwegs. Man hat damals mit diesen Zügen versucht, das ICE-T-Angebot zu ersetzen. Und ich muss sagen, so auf den ersten Blick ist diese Lackierung sehr gut gelungen. Es ist die Lackierung, die mir bis jetzt am besten gefällt, die IC-Lackierung für dieses Fahrzeug. Denn da gibt es ja mehrere Modder, die diese Lackierung anbieten, und ich habe mich jetzt hier in dem Fall für den Modder Leslie entschieden, der eben auch diese Lackierung anbietet. Was müsst ihr tun? Wie gesagt, ihr müsst euch, um diese Mod herunterladen zu können, registrieren bei Dovetail Games und müsst euch diese dann heraussuchen und könnt euch das dann herunterladen. Einige Modder bieten sogar dafür noch passende Szenarien an. So, ich würde sagen, wir springen mal im Führerstand zurück. So, ich kenne diese Fahrzeuge noch, als sie auf der Strecke unterwegs gewesen sind zwischen Dresden und Nürnberg in dieser Lackierung. Und ich muss sagen, jetzt muss ich aber hinzufügen, ich weiß nicht, ob, ich habe selbst mit dem Lackierungseditor noch nie gearbeitet. Ich weiß nicht, ob eine Änderung der Inneneinrichtung überhaupt möglich ist, denn die Fahrzeuge, welche da in IC-Lackierung unterwegs waren auf der Strecke, die hatten hier bei den Sitzen in der zweiten Klasse noch solche Kopfkissen, wo IC drauf stand. Und außerdem gab es hier noch solche Platzhalterschilder, wo die Platzreservierungen hineingesteckt werden konnten. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das möglich ist, überhaupt an der Inneneinrichtung etwas umzulackieren. Aber ich habe das zumindest so in Erinnerung, dass es, wie gesagt, hier auch ganz leichte optische Änderungen gab. Aber unter dem Strich war halt dieser Zug ja ein Nahverkehrszug, der eben in Intercity-Lackierung unterwegs gewesen ist auf dieser Strecke, und natürlich eben mussten hierfür erhöhte Fahrpreise gezahlt werden, obwohl es eigentlich, wie gesagt, ein Nahverkehrszug war, der eben außen eine neue Lackierung hatte und innen ganz leichte Änderungen, wie gesagt, Intercity-Kopfkissen über den Sitzen und eben auch die Schilder für die Platzhalterung. Insgesamt wurden, glaube ich, 5 Baureihe 612 Fahrzeuge in dieser Lackierung umlackiert. Die Züge waren damals in Hof beheimatet. Das Ganze hat, wie gesagt, nicht mal eine Fahrplanperiode gedauert, sondern ich glaube, die Züge waren dann nur ein halbes Jahr auf dieser Strecke unterwegs, bis man sie dann eben in ja, durch lokbespannte Züge ausgetauscht hat. Das hatte aber auch zur Ursache, dass es auch mit diesen Zügen dann technische Probleme gab. Ja, ansonsten eine sehr schöne Idee, ruft in mir auf jeden Fall Erinnerungen wach. Wie gesagt, ich bin selbst mit diesen Zügen auf dieser Strecke als Fahrgast unterwegs gewesen. Also wir rennen hier ständig die Leute im Weg. Ja, so, das wollen wir natürlich nicht machen. Ja, und hier schauen wir uns das Ganze nochmal an. Also eine sehr schöne, gelungene Lackierung, eine sehr schöne Idee, die so ein bisschen Historisches auf diese Strecke zurückbringt. Die Intercity-Varianten der Fahrzeuge, die wurden dann, glaube ich, 2005 schon wieder umlackiert in das Rot von DB Regio. Das heißt, die hatten eben wirklich in dieser Farbgebung auf der Strecke nur ein sehr, sehr kurzes Dasein. Es war auf jeden Fall eine schöne Idee, um die Diesel-ICE, die ja damals sehr anfällig waren und dann 2003 außer Verkehr gezogen wurden, zu ersetzen, aber das ganze Konzept, wie gesagt, hat anscheinend eben nicht funktioniert. Ja, die Züge sind
hier auf dieser Strecke in Doppeltraktion mindestens unterwegs gewesen. Es gab auch sogar mal eine Vierfachtraktion, die von Nürnberg Richtung Dresden unterwegs war und dann in Dresden-Altstadt geteilt wurde und dann ein Teil fuhr weiter nach Görlitz, der andere ging ins Betriebswerk, der hintere, der war am Freiberg verschlossen. Und es kam auch hin und wieder vor, dass mal eine Intercity-Variante zusammen mit einer Nahverkehrsvariante gekoppelt war. Auch daran kann ich mich erinnern. Wie gesagt, ist ja ein und das gleiche Fahrzeug. Ein weiterer Unterschied zu diesem Fahrzeug war natürlich, dass es im Zug ein kleines Getränke- und Snackangebot am Platz gab. Da ist dann der Zugbegleiter zusammen mit so einem kleinen Rollwagen durch den Zug gefahren und hat dann eben an die Fahrgäste, die da interessiert waren, eben Speisen und Getränke verkauft. Ein kleiner Vorteil natürlich als Intercity-Triebwagen, dass natürlich Fahrgäste auch mit Fahrrädern hier Platz hatten. Das ist ja im Intercity auch damals schon immer so ein Problem gewesen. Und ich weiß gar nicht, wo halt dieser Bistro oder dieser Snackwagen geparkt wurde. Das weiß ich nicht mehr. Wie gesagt, ist ja auch schon eine Weile her. Ansonsten, wie gesagt, eine sehr schöne und interessante Idee. Ich will den Zug nicht übernehmen, das sind die Meldungen. So wie kann ich euch leider nicht ersparen. So, ansonsten eine sehr, sehr schöne Idee auf jeden Fall. Und Dankeschön an Leslie für diesen sehr schönen und interessanten Mod. Das bereichert auf jeden Fall Trainsim World 2. Und da gibt es ja ganz viele andere Mods. Aktuell habe ich bei den Lackierungen 193 Mods gesehen. Also da können wir uns, wenn euch diese Mod-Vorstellungen interessieren, doch einiges anschauen. Es sind schon einige interessante Dinge dabei, wie zum Beispiel Doppelstock Intercity oder Flixtrain. Also da haben die Trainsim World 2 Spieler und Modder schon sehr interessante Ideen. Ja, und das soll es heute gewesen sein mit der Mod-Vorstellung. Wie gefällt euch denn die Intercity-Mod für die Baureihe 612? Habt ihr das Fahrzeug auch schon mal ausprobiert und euch die Lackierung schon mal selbst angeschaut? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare und könnt ihr vielleicht noch weitere Mods für Trainsim World 2 empfehlen? Auch hierzu bitte ich euch um eure Meinung in die Kommentare. Ich danke euch sonst bis hierhin fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit, euer Felix, der Weise.